Hallo und willkommen zurück bei Obscuritas, Folge 17 inzwischen. Und wir haben noch 5 Abschnitte, dann ist das Spiel geschafft. Und dieser Abschnitt hier heißt Eiserne Jungfrau. Oh, ein Schwert. Cool. Nehmen wir mal ein Schwert mit, wozu auch immer. Eiserne Jungfrau heißt dieses Kapitel und das klingt schmerzhaft, sage ich schon mal so. Weiß nicht, ob ich die anmachen sollte, hier, diese ganzen Dinge. Oh, hi, Spidey. Du bewachst auch ein Schwert. Okay, anscheinend können wir hier mehrere dieser Schwerte einsammeln. Wozu auch immer. So, oh, ich dachte gerade, da wären Batterien. Sarah. Ach ja. Und ich denke, spätestens in der nächsten Folge, wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle, werden wir das Spiel beenden können. Ich dachte, vielleicht wäre es schon in dieser gewesen, aber da es noch 5 Abschnitte sind und wenn wir die jetzt nicht gerade völlig schnell durchrushen, dann wird's... Okay, das ist dann wohl die Eiserne Jungfrau. Ich muss irgendwas finden, um die Mechanismen für die Deckenplatten zu blockieren. Okay. Kann ich hier durch? Nee. Was soll ich hier machen? Oh! Ah, okay. Es rattert immer noch. Kann ich hier raus? Nee. Hä? Da hängt auch. Ah, okay. Ah, so. Überall, wo sich dreht, muss ich diese Schwerter reinhauen. Und, okay, ach, da waren ja noch mehr. Das heißt, es ist anscheinend wieder eine Zeitsache, dass ich hier möglichst schnell bin. Da ist eins. Nehmen. Das sind... Oh, es sind aber viele. Wo? Hier? Okay, Ach Gott, das ist schon ganz schön weit unten. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Okay. Bei der Spinne da vorne war noch eins. Glaube ich zumindest. Die Spinne ist hier. Ja, okay. Ich hoffe, das ist das letzte. Obwohl ich schon denke, dass ich zu langsam gewesen bin. Okay. Supi. Großartig. Ich komme hier nicht mehr hin. Shit. Den habe ich aufgehalten. Ich habe vergessen, den hier zu blockieren, ich Depp. Das hätte ich zuerst machen müssen, glaube ich. Das geht hier anscheinend in einer bestimmten Reihenfolge runter. Weil der ist ein bisschen runtergekommen. Ja, was passiert jetzt? Jetzt komme ich hier nicht mehr weiter. Na. Danke für die Entscheidungserleichterung. Okay. Das kann ja beim ersten Mal nicht klappen. Und nicht mal wissen, was wir machen müssen. So. Da war das erste Schwert. Okay. Mal jetzt hier mal Licht an, damit wir ein bisschen was sehen. Ich kann dann nochmal gucken, wo Schwerter sind, dass ich nachher... Was? Zur Hölle? Wer bist du denn? Okay. Ah, da ist auch eins. Hier sind 2. Oh, warum so viele? Okay. 2 hier, 1 bei der Spinne. Und hier war, glaube ich, keins. Genau. Und da hinten an der anderen Seite des Raums. Okay. Ich muss irgendwas finden, um die Mechanismen für die Deckenplatten zu blockieren. So. Hier rattert's. Dann... Wo rattert's jetzt? Da ist ein Zahnräder. Da nicht. Wo? Ah, hier. Okay. Ich weiß auch nicht, ob das immer in der bestimmten oder in derselben Reihenfolge hier runterkommt oder das mit jedem Versuch wechselt. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Auf jeden Fall müssen wir schnell sein und möglichst die richtige Reihenfolge hier einhalten.
Wo? Ah, hier. Klack. Ah, und wieder mal kommt das tolle Phänomen zur Geltung, dass Sarah anscheinend nur einen Arm hat und nur ein Schwert gleichzeitig nehmen kann. Hier. Okay. Ich hoffe, ich habe keins übersehen, aber hier hängt nichts. Da war also nur noch das eine bei der Spinne vorne, was ausgerechnet am weitesten entfernt ist. Oh, no. Das war knapp, Freunde. Okay, schnell, schnell, schnell. Zur Spinne, zur Spinne. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal so scharf drauf bin, schnell zu einer Spinne zu kommen. Tür auf. Und hier links. Nehmen. Oh, Schlampe macht die Tür auf. Mein Gott. Entschuldigung. Lauf schon. Oh, dieses Geräusch macht mich nervös. Komm. Fuck, fuck. Schnell, schnell. Wo? Hier. Wo? 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 Wo denn du? Ich seh's nicht. Hier. Alter, war das knapp. Ui, ui, ui. Okay, oh, Tür ist aufgegangen. Ah. Das hätte ich jetzt nie geglaubt, dass das noch klappt. Never, ever. Shit. Okay. Okay. Zu. Ah, mir juckt die Nase. Offen. Taschenlampen. Batterien. Och, wie hübsch hier. Blümchen in der Dose. Oh, da liegen schon wieder Dosen. Wo wir gerade von Dosen reden. Ist hier der Höllenhund wieder am Start. Das muss jetzt nicht sein. Noch mehr Batterien? Ah, Gott sei Dank. Wir hatten nämlich nicht viele. Sonst nix hier, hä? Oh doch. A key. Hier vorne war zu. Weiß nicht. Noch mal ein bisschen Feuer. Passt auch nicht. Hallo. Okay. Ein gemütlicher kleiner Operationssaal. Sonst nix. Okay. Schlüssel für die hier, nehme ich an. Nee, die hier? Auch nicht? Ach so, stimmt, die vordere war hier noch zu. Bin vergesslich, ja? Ich werd alt. Mein Kurzzeitgedächtnis ist. Naja. Durchlöchert. Ist auch von diesen vielen Horrorspielen. Die sind bestimmt nicht gut fürs vegetative Nervensystem. Nennt man das so? Ich glaube ja. Okay. Dann. Oh, warte mal. Hier war noch eine. Genau. Selbstverständlich. Aha. Dankeschön. Gut, das ist jetzt einfach. Schlüssel suchen in den nächsten Raum. Und. Juhu! Okay. Hey, das mit der eisernen Jungfrau wundert mich echt, dass ich das jetzt noch geschafft habe in dem Versuch. Und. Okay. Okay. Was ist das? Oh, Fackeln. Kann ich aber nicht anzünden. Komisch. An die Spinnenweben habe ich mich inzwischen auch schon gewöhnt. Hm. Hallo? Sind wir denn hier gelandet? What the fudge? Okay. Aha. Oh Gott, das sieht kompliziert aus. 1, 2, 3, 6 Hebel. Okay. Ah, ich muss wahrscheinlich. Hä? Hat das irgendwas hier zu tun? Kann ich hier weiter? Nö. Okay. Ich kann jeden hier. Einfach mal ein bisschen rumgerattert. Und was? Oh! Hi. Da leuchtet's. Hast du irgendwas getan? Oh, was ist das? Ist gerade irgendwas... Hä? Kann ich... Was ist damit? Ach, ich kann mich da dranhängen. Alles klar. Durch diese ganzen Hebel muss ich jetzt irgendwie die... Ja, die Weichen wohl richtig stellen. Und, okay.
Schauen wir mal, was hängt denn da vorne? Was sind wir denn hier? Schlachthaus, hä? Danny in the Slaughterhouse. Oh nee, was passiert denn da? Fuck! Oh no! Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Autsch! Ah, super. Ich habe aber gesehen, die zweite waren auch so komische Fleischwolf-Fleischis drin. Lass mich raten, nur eine dieser Röhre ist die richtige, die hier rausführt. Aber welche? Von hier kann man das nicht erkennen, so wirklich. Obwohl, da doch ein bisschen. Wenn man springt, da ist irgendwas drin. Lass mal schauen. Ich glaube, durch Springen geht's. Ach ja, guck mal. Kann man wirklich sehen. Jetzt hat die Sprungfunktion zum ersten Mal in diesem Spiel was Gutes. Also die mittlere scheint es zu sein. Da ist nämlich nicht so ein komisches Zeug drin. Jetzt kann man es ein bisschen erkennen. Okay, eins, also die Röhre Nummer 3. Wie komme ich da hin? Röhre 3. Hebel 1. Hebel 1 ist wohl aktiviert. Der fährt dann nach links. Obwohl, nee. Wenn ich hier rein, dann will ich ja eigentlich Hebel 5 haben. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Den nach hinten. Oder Hebel 6. Gute Frage. Warte mal, Hebel 6. 1, 2, 6. Hebel 6 nach vorne. Und Hebel 1. Gehen wir nach hinten. Das ist jetzt wieder so eine Trial-and-Error-Kacke. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Schauen wir einfach mal. So, Mr. Haken. Ich bin bereit. Das könnte jetzt, wenn ich Pech habe, ziemlich lange dauern. Und diese Zeichnung ist nicht so ganz einfach zu deuten, aber... Okay, jetzt fahren wir gleich wie eben. Also bis jetzt ist alles genauso wie eben, wo wir drauf gegangen sind. Nicht gut. Gar nicht gut. Komm, jetzt rechts! Ne, bringt ja nichts. Ist ja wieder hier tot. Mist! Shit! Okay. Okay, Freunde. Wir kriegen das gemeinsam hin. Ich guck nochmal genau auf die Zeichnung. Wenn ich ganz blöd bin. Also eben hatte ich... Was hatte ich? 1 und 6. 1 und 6 war falsch. 1 und 6 hat mich in die Röhre 2 geführt. 1. Ja, bringt ja nichts. Stimmt. 1. 1 nach hinten hieß, es hat mich... Okay. Es hat mich nach links gefahren. Das heißt, die 1 muss vorne stehen. Die 5... Die 5 auch eigentlich. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Die 5 ist auch vorne. Die 6 nach hinten. Dann leitet mich das hier zur 3 weiter. Die 6, glaube ich, nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ne, die 6 war schon hinten. Okay. Oder heißt das nach vorne, dass... Ich kapiere es nicht. Ich werde es jetzt erstmal so machen. Die 6 und die 3... Wieder off quasi. Jetzt weiß ich nicht, heißt hinten an oder heißt hinten... Ja, der fährt
Wenn der Hebel vorne ist, fährt er nach links oder fährt er nach links, wenn der Hebel hinten ist? Das ist jetzt die Frage. Ich werde es jetzt mal probieren. Ich sag jetzt einfach mal... Ich sag mal, nach vorne fährt er links. Also ich will mit dem ersten rechts fahren. Dann mache ich das. Mit der 5 will ich auch rechts fahren. Also die 5 auch nach hinten. 5. Mit der 6 will ich nach links fahren. Also nach vorne. Mit der 3 will ich nach rechts fahren. Also nach hinten lassen. Dann komme ich hier auf die 2 und mit der will ich ja in die Röhre 3, also nach links. Oh Gott. Warte mal, jetzt habe ich hier... Oder? 2. Oh, ich raff das nicht. Warum? Warum schreibt der Onkel nicht einfach hin? 2, 6. Ich probiere es mal so, ansonsten mache ich die anderen einfach. Die 2 und die 6 sind vorne und der Rest ist hinten. 2 und 6 vorne, Rest hinten. Oh, Leute. Okay, wir werden noch eine Folge brauchen, glaube ich, für Obscuritas, dass jetzt nochmal hier so ein fieses Rätsel kommt. Wer hätte das geahnt? Die 2 und die 6. Okay, ah. Wir fahren schon mal anders als eben. Wir fahren schon mal anders als eben. Vorhin sind wir in der Außenschiene gefahren. Okay, soweit, so gut. Alles, was anders ist, ist gut. Sehr gut. Und es führt uns jetzt hoffentlich... Yes! Yes! Scheinbar... Ja! Geil! Cha-cha-cha! Strike! Strike! Okay. Ach, ich freue mich. Freue mich. Freue mich. Okay. Ach, wisst ihr was, würde ich sagen. Heben wir uns das nochmal auf, sonst würde die Folge ein bisschen extrem lang. Ich denke dann, die nächste wird wirklich das Finale werden von Obscuritas. Seid dabei und drückt mir die Daumen. Bis dann. Tschüss.